Du hast jetzt Tiere, dann gucke ich mich. Ich bin das für Iguanodon mit der Techschnecke. Ja. Die Techschnecke erkenne ich nicht, ich erkenne nur eine Beule vorne dran, also. Also, das ist das jetzt hier vor uns, ist unser alter Spotformer High Rate Server, also. Aber ja, der ist halt von vielen Stellen aus begehbar, von daher ist es keine gute Idee. Ich rede bei den von Steiner. Hier, ne? Kommt mal Steiner, kommt mal mit vor. Da ganz hinten. Ja, ganz hinten. Du verlierst. Hier. Also wenn man diesen Stein. Gehen wir weiter vor. Die Schlucht hier kann man gut schützen. Ja, sehr gut sogar. Ach so, ja, okay. Guck, das kann ich da die Schnecke noch mal hinschmeißen? Hier kann man schön die Base hinbauen. Ist ja gut, wenn wir Wasser vor der Der Stein, der da ist, da können wir den ersten Turret Tower hinbauen, der würde nämlich die komplette Umgebung schützen. Und da würde ja, alles auch klar. Nicht. Jo. Okay. Wir müssen Marco holen. Wo ist Marco?
Wir müssen nur einen Teleporter setzen. Auch stimmt, wir haben einen Permanent, oder? Wir haben keine Material dafür. Ich glaube, ich kann einen bauen. Ich muss nur an den. Blablabla dran. So. Electronics hast du, ne? Ich brauche nur noch die Cementing-Paste. Ich baue. Wir haben keine. Ich habe einen Haufen Chitin. Ich habe auch. Also. Lad mal das, was jetzt bei mir im Kran und drin ich war. Ich habe einen Teleporter. Du hast einen Gut. Teleporter. Ich habe Bevor einen Teleporter. Bevor wir jetzt hier großartig rumstehen, fangen wir an zu verfarmen. Wir müssen alles bis auf Stein haben. Wir müssen alles da. Stein haben wir mehr als genug da. Ja, ja, deswegen meine ich ja. Also wir haben schon alles vor. Gleich Fundamente bauen und so weiter. Bauen am besten erst die Fundamente, dass wir schon was Ausmaß haben. Banodan hat alles drin oder was? Okay. Ja, ich habe gerade auch meinen Loot wieder in Kanonen reingeschmissen. Obwohl kein Holz. Holz haben wir gleich nebenan. Tut die Steine in den Iguanodon rein, wenn ihr sie gefarmt habt, und geht dann ins Redford rein. Warte, ich, Also ich baue jetzt erstmal hier schnell einen großen Schrank, da kann man dann da erstmal die Sachen reinmachen. Wie denn jetzt hier? Olli, hier schwimmt man sogar. Und der neue Spot. Da, oben, was hinter mit, oben? Mit dem Iguanodon und erstmal ausladen. Aus? Wo willst du das Zeug reinladen? Hinten in den Schrank. Hast du einen Schrank hingestellt? Ja, hier. Ja, natürlich. Okay. Impi, du hast noch ein Pferd auf, oder? So Sachen wie Chitin und Marco und Schusszeug. Welches Pferd soll ich auf Follow haben? Ich hab ein Pferd auf Follow. Ach, dann ist Hab ich gerade gemerkt. Sorry. Ich krieg das Kristalle holen. Du lädst alle an. So, hier. Hau noch mal einmal auf den Ding drauf, dann kann ich noch mal auf Gewicht skillen. Gut. Einen Moment. Boah, das kriegt richtig gut, Alter. Gewicht? Mach nicht zu viel. Na, ich hab gesagt, nicht zu viel. Ja, sorry. So, ich bringe mich jetzt auch zurück. Okay. Oh, Terrorbird ist hier! Terrorbird! Kommt schnell vor! Anoka hat einen Terrorbird am Arsch. Und gibt besattelter. Durchs Wasser. Oh, lock nur nicht durch den Base. Zwei Stück. Ja, nicht schon Base locken. Deswegen sage ich ja, komm vor. Der Marco, jetzt rennt nicht den Weg. Ne? Den ersten? Ja, nicht den Weg. Ja, rennt Lass ihn sterben. Durch. Lass ihn sterben. Mhm. Wir können jetzt wieder gerade auch mal wegbezogen. Also einfach nicht jetzt exakt hey, ich schwör's, das ist scheiße. Egal wo man hingeht, man hat Leute am Arsch. Hm. Ist jetzt echt fighten. Was soll ich machen? Hat das so viel? Da. Ja? Eisdiele. So, ein Spieler öffnet. Oh, die deppen schon wieder. Mach den Terrorbird down. Ja, mach was. Da kommt der andere wieder. Wo seid ihr denn genau? Einfach nur am Wasser weiter. Kannst jetzt auch hier links gehen. Hier achtet keiner mehr drauf. Ich hab den Terrorbird schon wieder gebodert, der ist weg. Ja, ist ausgenockt. Jo, hab den Terrorbird down. Ja. Der andere rennt weg. Der andere rennt nach oben. Sollen sie gerne machen. Jo, ist noch einer. Alter, hat das eben gegeben. Oh, super. Ja, hier sind Foundation von denen. Hier ist deren Base. Was? Einfach... Jungs, jetzt? Ja, hier sind Foundation von denen. Base. Oh. Oh Mann. Wir ziehen ein Stück weiter. Ist irgendwer hinten bei den anderen Dinos? Nicht, dass die ja, jetzt von ich bin hier ganz werden. Hinten. Ich bin auch da. Okay, tut alles wieder umlagern, wir ziehen weiter. Echt jetzt? Oh, ja, warte. Ja, müssen wir. Ja, wir haben schon wieder direkt bei uns Gegner. Über uns sind die. Ja, über uns. Technik. Das war niemals. Hey, aber wer steht denn da? Dann müssen wir trotzdem. Bringt erstmal Holz. Wir müssen die Steine verarbeiten. Sonst sind wir zu schwer. Ja. Er kommt runter. Wir können die Steine in einen Kilo machen. Ging zwar nicht weniger, aber der Kilo hat auch viel Weight.
hinter mir ist ein Terrabird her. Joker ist in der Nahrung, hat irgendwer den Terrabird gelötet? Da war nichts drin, den ich getötet habe. Ist der Karo da? Abbau, weg hier. Ja, Alter, wie viele von denen laufen hier rum, ey? Hier, du kriegst die wertvollste Frage, Electronics und das krasse Blueprint. Ja, es ist hier gerade ein bisschen voll, also der Iguanodon ist voll. Teleporter wieder ab, ne? Haben die euch angegriffen? Ja. Ja, packt mir den Teleporter wieder rein, ja. Ist zum Kotzen, Soll ich wieder einen Kanon nehmen? Ja. Hat noch irgendwer Holz, dann kann ich noch ein paar Steine verarbeiten. Hab Holz. Weiß hier hinten, Iguanodon. Jo. Dann nimmt wieder jemand das Kreatur, auf dem ich jetzt saß, dann nehme ich den Kanon wieder. Ja, warte doch mal kurz. Oder wir müssen jetzt meinen neuen Bot mit mein Iguanodon hat 4400 Tragfähigkeit. Dein Iguanodon? Hat irgendwer die Schränke ausgeräumt? Sind sie ausgeräumt oder? Wo habt ihr jetzt den ganzen Loot aus der Kiste wieder hingemacht? Aus Iguanodon. Und oder? Und und Ankylo. Ah doch. Wo ist der? Keine Ahnung, bei mir nicht. Was? Was? Wo ist was? Das Blueprint? Das hab ich. Das ist bei ihm. Okay. Was machen wir jetzt? Okay, wo gehen wir jetzt? Redbot. Ja, und der, der besetzt. Wir müssen erstmal gucken, ob der frei ist. Wir können nicht alle einfach alles wieder mitschleifen. Da ist doch Equus Level 242. Macht euch eine 5x5 Base, packt da alle Tiere rein, Teleporter hin und dass alles Tiere safe sind und dann rufen wir mal einen Spot. Leute, hier ist noch ein Equus Level, das reicht. Nee, ich weil wir können jetzt nicht alles jetzt loslaufen. Nee, ich kann das nicht reiten, das ist total überladen. Ich schmeiß das Holz raus, ne? Warte mal kurz. Wann ist der Level? Oh, was ist leer? Ja. Was ist voll? Warte, auch schlau. Jetzt die kriegen verdammt viel. Überladen. Jetzt mal. Nee. Dann lass die Border probieren, aber die wird bestimmt auch was. Ja, die Border. Klar, wird jetzt sein. Hatte ich nicht zwei Pferde follow? Ich kann nicht alles mitschleppen. Ich habe alle Tiere passiv gepfiffen, aber die können nicht abgehauen sein. Alter, gehen wir mal ein schlechtes Pferd. Ich guck mal auf die Border. Achso, Marco ist für doch, stimmt ja. Ja, sonst ja. Hier. Nimm du mal das. Hm? Ein schlechtes Pferd will ich haben. Kein gutes. Ja, dann. Wir haben kein schlechtes. Ich habe jetzt, glaube ich, das schnellste Pferd. Das ist ein 180er. Geh nochmal runter, mal gucken, dass ich das Follow weg mache. Ja. Leute, wir müssen aber trotzdem hier mal für uns verpissen, bevor sie auch wieder auftauchen. Saudi, dein Mikro Saudi. Ist im Arsch. Leute, lasst uns mal runtergehen. Also wir könnten dort unten an den Steindinger bauen, dort kann man Plattformen aufbauen. Basilo anfällig. Basilo ist brutaler Tank, das kannst du vergessen. Ich guck mal jetzt, ob die Border frei ist. Ja. Ja, wollen wir dann in der Zwischenzeit runter zum Roten Arm oder so? Nein. Ja, ihr baut euch eine 3x3 Base auf, dass die, falls es wirklich jetzt gleich zum Auslocken kommt, dass wir was haben. Will ich vorschlagen. Okay, dann wohin? Ja, lass in die Nähe vom Roten Ark erstmal gehen. Weil wir müssen auf jeden Fall weg, bevor die Deppen wieder auftauchen. Ja, und wo sind alle hin? Ich habe keine Ahnung, wo jetzt alle hin sind. Leute, wo seid denn ihr? Nur Marco sollte abhauen. Ich stehe neben dir. Und die anderen beiden? Also ich bin mit dem Kano nach oben und habe keine Ahnung, wo ihr hingelaufen seid. Wir sind links und du musst geradeaus runter. Ja, genau da. Kano? Kano war hinter mir. Ach so, da sind die anderen beiden. Wir waren noch oben. Okay. Oh je. Sind alles nicht noch andere Spots im Retro-Lied sind. Einfach runterspringen und absatteln. Ja. Terrabirds. Ausnocken, tame. Das Problem ist, der Ankylo ist viel zu langsam. Ich kann nicht über die Klippe drüber. Ja, das ist egal. Du kannst ja trotzdem langsam runterfallen. Mein Equus macht natürlich wieder den Jump des Todes hier.
Oje. Oh, da links unten sind Alus. Na, nicht rein. Wo links unten? Weiter runter und dann nach links sind. Ja, okay, wir gehen ja geradeaus zum roten Arc. Und Mikroraptoren, also vorsichtig. Oh ja, Mistviecher. Oh nein! Die müssen wir eigentlich tamen, die fucken voll ab. Am besten alle mal gucken, dass die Viecher auch neutral sind im Moment. So, ich bin unten am Wasser. Doch, ich komme Kanus und Terrorvögel. Alles, aber alles nicht. Ja, ja, einfach weiter, spring einfach weiter, go, go, go. Ja, für mich ist es nicht so einfach. Du kannst alles töten. Ja, stimmt eigentlich. Besser Rudi tötet bitte. Ich hab hier Qualle. Ja, was, weiter? Wie bist du im Wasser? Die Qualle kannst du jetzt erstmal nicht machen. Das ist jetzt irrelevant, wie wir mit dem Biotoxin. Das können wir dann immer noch machen, wenn wir es dann wirklich brauchen. Wo seid ihr? Wir machen ein bisschen schon im Redwood. Oh, scheiße, Rodon. Oh nee, das ist MP. Ich muss nur Rodon. Knock den Rodon aus, er hält nicht so viel aus. Was ein blöder Terrorbird. Zieh dich. So. Nein, nein, nein! Renn doch nicht zum Terrorbird. Ich wollte einfach nur geradeaus laufen. Mal. Das sah aus, als würdest du direkt zum Terrorbird rennen wollen. Stimmt, lauf ich mit dem Ankylo zum Terrorbird. Ja. Irgendwer hat mir alle meine Pfeile geklaut. Okay. Die Pfeile sind anscheinend im Ankylo drin. Und mein Schwert. Das ist auch im Ankylo. Einfach mir folgen. Das ist gut. Normale Schnecke. Oh, beim Kano. Wer hat die Tech-Schnecke mitgenommen? Ich. Der große Borderplatz ist frei, so wie es aussieht. Echt? Okay. Echt? Dann gehen wir hier. Alles klar. Jetzt eine Port und... Hast du Port mit? Port. Cool. Nein, der Port ist ein Kano. Das ist ja irrelevant, ob er einen Port dabei hat oder nicht, oder? Oder ist am Roten Arc ein Portal? Ja, einfach Roten Arc den Strand entlang und dann rechts hoch. Ich guck noch, ob der kleine Spot voll ist. Rennt aber jetzt bitte nicht vor, der Ding, der Sarudi hat hier den Ankylo. Ich hab den Ankylo. Ein Hocker. Ich tu euch beiden jedes Mal verwechseln. Oh, kacke, ist cool. Wimpy, soll ich noch gucken, ob der kleinere Spot voll ist? Ja, was findest du besser, groß oder klein? Oh, nein, scheiße. Groß. Pass auf, da ist gut, ein Bär. Aber der große ist halt. Oh, zwei Bären. Halt so der kleine können wir halt vielleicht sogar mit einem Pot. Ja. Tiere schnell retten oder so, wenn irgendwas ist. Okay, ja. Ich geh einfach gucken. Rodon. Weil ihr wisst ja, wo das ich ist. Ich bin jetzt am Roter Arc. Gut, dann. Roter lang und rechts hoch. Dann werde ich jetzt. Ich warte hier auf die Immer weiter. Immer weiter gehen, du bist am langsamsten. Gut. Ich werde jetzt trotzdem mal das kleine Ding abgucken, ob es frei ist oder nicht. Hm. Okay. Also Leute, ich bin jetzt erstmal am Roter Arc und warte auf euch. Nein. Ja. Geht halt nicht so schnell. Oh, jetzt ist das Viech ja noch tot. Und es gehen gleich Terrorbirds hier. Bleib in der Nähe, hier ist ein Terrorbird. Warum bin ich fast tot? Versuch mal möglichst nicht so viel anzugreifen, Eis. Weil die sehen ja unsere Zahlen. Ja. Wegen Eis. Nee, weil ich seit gefühlt ein paar Stunden am Verhungern bin, merke ich gerade. Das ist natürlich. Ich hab halt weiter. Maulwurf oder was? Ah, Scheißviech. Soll ich ihn töten oder einfach weiter? Du läufst weiter, du bist am langsamsten. Das machen wir schon. So, wir haben auch ein bisschen Metall hier. Ankylo, einfach weiterlaufen. Ja. Auf! E-Mail auf. Oh, das sind die riesen Kuschelbären. Ja, wenn sie sauer auf dich sind, dann sind sie nicht mehr so kuschelig. Meinst du die ganze Peti kuscheln? Ja? Nein. Die Meg. Terrorbird, ich klatsche. Megatherium meint sie. Ah ja, übrigens, an dem Megatherium ganz schnell vorbei. Dadurch, dass hier so viele Insekten sind, ficken die uns sonst. Da, der Ankylo wird angegriffen. Ja. Weiterschlagen, Anukwa. Hau einfach drauf. Mach ich doch. Der Ankylo hält genug aus.
Solange es kein Spieler ist, ist alles in Ordnung. So, ist jetzt der Ankylo, der ist ganz hinten. Ja. Wir warten jetzt einfach mal schnell. Bone, tust du schon Base aufbauen? Nein, ich geh noch zum zweiten Spot. Yes. Checkt, ob Gegner in der Nähe sind. Das haben wir Y verpasst. Oh. Ja. So. Das war eh witzig, ey. Wir gehen zum unteren Spot und über uns sind die Deppen, ey. Das aber ich meine, unser Spectator-Problem wäre damit, glaube ich, erledigt. Wir fahren erst ein Kano, oder? Wie es aussieht, sind wir auch ziemlich alleine hier bisher. Ja, das dachten wir bis eben auch noch. Jetzt haben wir hier schon Eisdealer und irgendwie viel. Ah. Das ist nur ein 30er, den können wir auch machen. So. den Teleporter hast du aber gestellt, oder? Nein, ich hab doch keinen dabei. Achso. Da muss einer im Teleporter vorreiten. Teleporter setzen. Ne, ich weiß nicht, wo der Spot ist, deswegen muss es jemand anders machen. Ne, hey, geht nicht mal vorne. Das Viech kommt. Ah. Hätte noch ja, sehen. Steht hier irgendwo ein. Ein Public überhaupt? Ja, irgendwie hat doch was gesagt, dass hier ein Public ist, oder? Nö. Der hat Red Cats und wirklich im Schnee gelandet. Ihr seid doch alle in der Nähe. Der Equus wird wieder schon wieder attackiert. Ja, ist ja nur ein Kano. Der fast ausgenockt ist. Der ist ausgenockt. Hey, bitte nochmal hell werden, die letzten 10 Minuten. So, wo sind ihr Jungs? Am roten Arc. Okay. Wir gehen aber ein bisschen nicht in die Mitte, weil das leuchtet so krass. Geht mal ein bisschen weiter außen hin, dass wir nicht gleich gesehen werden. Da in diese, hier, geht hier hin. Da sind wir hinter Stein. Da jetzt aus, oder was? Nein! Wir warten hier nur, bis jemand mal einen Teleporter... Oh, steht Teleporter, kann man eh nicht benutzen. Der Teleporter befindet sich in meinem Kano. Nein, ein Public. Ja, ihr könnt am Strand lang entgehen, bis zur Border und dann einfach echt hoch. Hat wer eine Spitzhacke? Ja, wieso? Ja, das Obsidian. Okay. Ja, nimmt das noch mit, aber wir müssen dann gleich weiter, wir haben nur noch 20 Minuten. Ich sehe nichts. Vorne, beim roten Ding. Ah, ja. Achso. Ja. Zwei Idioten. Hab, kommen. Ist eigentlich auch eine Begrenzung, was man an Tech-Schnecken haben kann? Nein. Das ist auch lächerlich. Das ist das Problem, wenn wir nicht. Ja, wir kriegen ständig aufs Maul, so können wir nicht mal suchen gehen. Hat jemand eventuell für mich ein bisschen Essen? Impi, der zweite Spot ist auch frei. Gut, mega, komm mal jetzt, kommst du zum Kano drin. Ist jetzt Essen. Ab, Jungs, Bewegung. Hallo, Kano. Ja. Okay. Lenz, wenn ich jetzt nicht stresse, dann torfe ich voll. Also, voll torfe, dann schlafe. Ja, dann nimm aus den Kühlschrank. Du hast doch einen Kühlschrank, stell ich Beere damit. Hab ich doch gerade gemacht, deswegen war ich hinten dran. MP? Hm? Der zweite Spot hat wirklich eine super gerade Fläche und ist ja nur einseitig. Dann baue ich hier auf. Wie weit ist der weg? Weil der hat jetzt verdammt lang gebraucht. Also ich habe Stein Foundations schon im Iguanodon vorhin gecraftet. Hab kommen jetzt, nehme ich stehen bleiben. Ich baue hier so lange auf. Ich muss doch ständig stehen bleiben, weil Anokwa da hinten ist. Ja. Ja, er soll nämlich stehen bleiben. Kann doch nicht stehen, ich glaube. Ja, durchschwimmen? Nein. So, jetzt wir laufen am Strand lang. Unten. Dann sollte ich lang schwimmen, das geht schneller. Ist jetzt ein bisschen Wasser schneller? Ja. Ja. Tatsa minimal, aber nur. Na und? Minimal ist besser als gar nicht. Auf der Strecke bringt das was. Schwimmen wir mal. Hätte uns früher einfallen müssen. Das sind Terabirds. Ja, ich pulse. Dann bringst du weg, du laufst weiter. Na, die haben von dir abgelassen, gehen auf mich. Oh, super. Du könntest Sirtwild, ja weiter bis Nimikansch.
Noch mehr Terrorbirds. Yay. Und Mikroraptor, scheiß Netruder. Mozilla, du hast ja, glaube ich, auch einen Terrorbird, okay, hat von dir abgelassen. Da ist die Border, da muss ich vorher hoch. Da hinten ist hier schon die Border. Shit. Ja. Das heißt, wir müssen hier vorher irgendwo hoch. Ja, hier ist so ein Zickzack, da müssen wir hoch. Das ist doch gut, dass wir die ganze Terrorbötzen vorne schon mal weggezogen. Da vorne kann man nirgends entlang. Also, der mit dem Iguanodon, wer ist das? Ja. Sie. Hier rechts. Hier geht ein Zickzack hoch, da müssen wir lang. Wo? Bei mir? Bewegung, Lauf, Rad, Lauf. Ein Stückchen weiter vor, dann geht's dann wieder nach links. Wir haben da Robert am Arsch. Was? Lauf! Auslaufen werden die Idee. Meinst meine Pfeile und so weiter, das ist alles im Ankelo. Jungs, knockt noch einen aus, wir haben sogar einen Terrorbird-Sattel. Ja. Marco, die Base ist direkt an der Border, oder? Ja, die an der Border, aber ziemlich weit. Kurz vorm Schneegebiet. Ui. Ach du Scheiße, das schaffen wir doch niemals mit dem Ding, mit dem Ankylo. Ja, dann lass den stehen, setz den Teleporter dorthin, baut ihn kurz ein und holen wir dann später. Machen wir dann bei der nächsten Session. Wollen wir das machen? Ja, müssen wir. Müssen okay, wir. Natürlich, dann komm zurück, weil sonst hat Anoka keinen Reittier. Dein. Ja. Anokra muss auch trotzdem erstmal hier hoch. Lass ihn doch einfach hier unten. Hier unten ist einfach. Lass ihn hier unten irgendwo rumgammeln. Oder ja, wir bauen ihn einfach schnell ein. Ja, die anderen reiten schon mal vor. Wirklich Schnellmacher. Ich meine, ein Dach braucht man nicht. Einfach Fundamente. Ja, ja, ich weiß. Und einmal Wall außenrum. Ich kann nur einer. Ich kann mit der Deckschnecke mal gehen. Obwohl, mach lieber zwei hoch, sonst kommen die Terrorbirds. Ja, ich bin dabei. Kannst du schon mal machen, wir bauen den hier hinten einfach, Rudi, ne? Fahren mit dem Ankylo die Stellsammlung. Ja. Ich übernehme gerade Fletch und Holz. Deine habe ich schon. Fletch auf dann so, hier einfach aufnehmen. Bauen. Sorry. Bitte zum Equus. Ich hab Holz und Fletch. Ne, ich bin hier oben jetzt. Ankylo, das ist ja nicht direkt. Ja. Ich hab einmal darum gedreht, dass ich hier oben bin. Ja, gebt dies vor an die Ecke da, dass wir da das Gebäude hinstellen. Ja, ich hab Foundation habe ich schon. Ja, gut. Ja, wir stellen hier das Häuschen hin. Dann ist links noch ein bisschen geschützt von der Außenseite. Gut, du hast Foundation zu Sachsen? Mhm. Ich hab auch Wände, ich weiß alles. Piss dich, du Scheiße! Ja, kannst du dein Ding mal auf? Obwohl, nee, ich hab nicht recht, scheiße, okay, ich hab nicht. Oh mein Gott, das ist noch ein fettes Schwanger. Was? Was? Fettes Schwanger? Ich hab gesagt, Marco, ich hab jetzt gesagt, das fettes Schwanger. Ja, bin schon fleißig dabei. Dann bin ich ja irgendwann. Oh, ist auch noch jede Menge. Das ist kurz vom Schnee. Wo ist die gerade Fläche, wo du das machen kannst? Ja, ich komm schon entlang gerannt. Ey, die fressen die Karotten weg wie die verrückt. Ist auch ziemlich gut versteckt. Gut. Denk dran, den Ankylo erst reinzuziehen. Oder reinzulaufen. Ja, naja. So, farmt noch jemand weiter? Weil ich hab noch nicht für fehlt. Ich hab. Stein brauchen wir nur noch. Nee, Holz fehlt noch. Nein, ist im Equus. Gut. In welchem? In einem davon. Ach, du bist da drin, gut. Natürlich im anderen. Ja, ich habe auch schon Wände gebaut. Marco, hast du dort schon irgendwas hingestellt, damit ich weiß, wenn ich da bin? Ja, das siehst du aber nicht. Das ist so ein Bergklippe oben. Aber ich habe schon was hingestellt. Das ist kurz, wenn du Schniebel, also die weißen Tannenbäume siehst. Da, Rudi, du hast einen Teleporter, ne? Mhm. Einfach an der Border sich halten. Ich setz den Teleporter immer. Ja. Ja. Hast du einen da Teleporter reinsetzen, genommen? Oder was? Ja. Ankylo mal aus dem Weg gehen wird. Ich kann es nicht setzen, du den Ankylo bitte nochmal weg. Umbenennen Ankylo. Das ist ein 162er. Dann lauf. So, ich setz die Wände.
Ich hab dich noch raus, Co. Oder du sind alle raus? Ja. Ich bin jetzt raus. So. Habt ihr das Ankühler auch ausgeladen? War da noch was drin? War da was drin? Ach, Leute. Ich reiß ihn noch meine Wand ab. Ich hab schon. Er hat schon offen, kannst vergessen. Wir haben noch beiden Seiten. Laden Kano. Also, ich denk mal, durchs Wasser muss ich durch. Ich hab eine Wende dafür. Ja. Underboard oder einfach. Nimm den. Hier, ich hab ein Pferd. Wo ist oder das Pferd, da? Ja, stimmt, wir haben eben mehr Welt. Jetzt muss ich auch noch eine neue Wand machen. Wo ist ich hab die Wände. Ey. Loote wirklich alles rüber. Ist dort im Wasser irgendein Vieh? Nein. Alles okay, ein paar Fische. Tu noch ein paar Beeren bei ihm rein. Bei dem Ekus? Ankylo. Nein, bei dem Ankylo. Jo, mache ich. Oh. So, ich baue zu. Ist sie denn drin? Ich gehe lieber mal auf das Ekus, da vorne ist ein Torbe. Bären sind drinne. Okay. Gut. Wir haben ja für einen neuen Teleporter. Was braucht ihr für einen Teleporter? Boah. Achso. Also, dann lass uns weiter. Wir werden bestimmt Polymer mit Obsidian. Also, Teleporter in die Dings hinstellen. So, wir machen dann hier einen. Weiß jetzt irgendwer, wo wir hin müssen? Ja, da hoch. Immer an der Border entlang. Okay. Hey, warte auf mich! Nö. Hm? Ey. Ich dachte gerade, ich renne dir hinterher, aber du bist gar nicht. Oh, endlich kein Ankylo mehr. Juhu. Naja, ja, warte hast mal. Hast du so eins sehr schnell am Pferd. Warte. Also, ich sehe Schnee. Du siehst Schnee, dann links davon. Sehe ich dich ja. Ich sehe Schnee und Wasser. Schnee und Wasser? Ach, der. Bist du ganz links an der Border entlang gelaufen? Das geht da an der Stelle nicht. Dann. Warte mal, Schnee und Wasser. Ich glaube, da hinten geht's nicht hoch, Saruli. Hier geht's auch nicht. Das wäre zu einfach. Hier geht's hoch. Oh, ich. Nee, ich muss natürlich wieder durch Trodons rennen. Ey! Ich hab sie einfach ignoriert und bin weitergerannt. Ich sagte durch Rennen, ich hab sie ja nicht angegriffen. Ach so. Ey, ist das eine behinderte Stelle? Sind die Steine noch braun? Wow. An der Border? Ja. Alter, was ist denn das? Ja. Bin ich da drauf wahrscheinlich. Hier kommt man nicht weiter. Ey, wie zur Hölle seid ihr da hochgekommen? Kurz bitte leise. Du hast uns doch den Weg gezeigt. Ich? Ja. Marco? Ist da ein weißer Airdrop mit einem Kringel? Weißer Airdrop habe ich vorhin gesehen, mit. Ja. Ja, ich sehe dich. Das bin ich. Achso, Es gibt wieder du musst andersherum. Du musst rechts entlang weiterlaufen. Ah, hier kommen wir gleich auch weiter. Am guck mal, Arsch, hier rüber, wo er circa ist. Wo der weiße Airdrop ist mit dem Kringel. Da ist unsere. Als Nuff. Base. Und denk dran, da oben rechts. Gibt's dann Thylacoleo. Meine Lieblingstiere. Ja, ich weiß, aber. Ich seh's da oben. Nicht. Wie komme ich da hoch? Hier ist nur ein Aufgang. Ja, rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Ich hab Armbrust mit 200 Pfeilen dabei. Rechts von dir. Das ist egal. Naja. Kann man sogar mit Pferden machen, aber. Wir müssen zum Spot, wir haben kaum noch Zeit. Jo, Zeit haben wir Minuten. Überhaupt. Ach du Scheiße. 10 Minuten nur noch. Warte. Haben wir irgendwo Steine? Oh, jetzt kommt schon wieder ein Unwetter, das gibt's doch nicht. Vorhin hat's schon gewittert wie sonst was. Haben wir irgendwo noch Steine? Warum? Okay. Ja, haben wir. Greif doch jetzt bitte auf die Steine, geh doch einfach mal mit. Ja, ich geh jetzt, aber. Wir müssen zum Schluss bauen wir uns eine Base auf. Ja, ich mach grad zur Border, ich seh schon, wie es übergeht. Marco, ich komm hier nicht hoch. Zum. Wo bist du? Zur Wüste. Kommst du ja nicht hoch? Da hinten drauf ist es, glaube ich. Nee, das ist der erste Spot, das ist der größere. Warst du gerade hier, wo du warst? Guck mal. Da, guck mal, da kann man einfach hoch. Da hoch. Ja, aber kommt man da auch mit einem Giga hoch? Ja, haben wir getestet. Also, das ist am kleineren Spot, oder? Ja, so, warte, aber das nimmst du die Tech-Schneck mit? So, Moment. Was? Sch-
schnell wir auf Geschwindigkeit skillen, dass ich besser vorankomme. Habt ihr das gelesen? Was? War für uns gedacht. Man muss mindestens eine Tür mit Reichweite von der Wand entfernt bauen. Oh. Ach komm. So, wir gehen jetzt da hoch und oder wollen wir uns hier auslocken? Ja, es steht nicht in den Regeln, ja. Ey, das ist doch scheiße sowas. Und was machen wir jetzt wieder? Einen Spot suchen. Ja, was steht super toll nicht in den Regeln? Nett schreiben. Warum? Jetzt wissen sie, wo wir sind, Mann. Ja, ist doch egal. Nein, ist es nett? Ja, müssen uns schon wieder neu aufbauen. Wenn wir uns so dauernd neu aufbauen, oder? Ja, dann suchen wir eh wieder was Neues. Warte mal, stopp mal, wie weit sind wir denn entfernt? Nein, gar nicht. Du musst eine Turret-Reichweite, das sind fast 50 Foundations. Was? Ja, aber guck mal. Die maximale Turret-Reichweite sind an die 50 Foundations. Das ist Schwachsinn, wenn die hier bauen. Weil dann können die nämlich da oben hinstellen und haben halt freie andere Fläche. Weil das heißt, du darfst dann noch nicht mal Turrets in die... Godzilla. Was? Bring mal nicht runter. Aber nicht. Weil... Ja gut, und was machen wir jetzt? Wir haben nur nicht immer mehr 10 Minuten. Ja, deswegen. Und bauen wir lieber hier schnell kurz eine Base auf, wo wir uns dann jetzt sicher auslocken können. Und beim nächsten Mal, wir müssen einfach mal das Redwood, da gibt's doch bestimmt noch mittig drin ein paar Spots, die vernünftig sind. Ja, oder ein Schnee. Nee. Schneegebiet tötet uns. Dafür sind wir alle falsch geskillt. Ja. Ja, geht. Du kriegst nicht genug Fortitude außerdem. Und selbst mit der Pelzrüstung und Fortitude schaffst du es nicht einmal. Kannst du es vergleichen mit der Eishöhle, kannst du das vergleichen. Ach, schon wieder der scheiß Mikroraptor. Bauen. Ja, ich komm. Okay. So, ich brauch Stein. Soll ich mal schnell im Chat fragen, ob er übergangsweise bis zur nächsten Season wenigstens was hinmachen kann? Komm, hier sind wir gerade weit genug entfernt. So stellt man sich auch ins Feuer. Was? Ich regel das gerade, Steve. Wir dürfen da oben, wenn du überall anders baust, kannst du auf den Bergen drumherum noch Turrettürme stellen, auch wenn du da nicht zu Fuß hinkommst. Aber hier darfst du es nicht, weil das ist wie in den Höhlen, noch nicht mal ein Schlafsack darf dort oben stehen. Wo sind denn jetzt, also die, wo bei mir waren? Ich bin da noch beim alten Spot und bürge das in der Nähe. Ja, Impi, wenn du noch 10 Minuten Lust hast, lass es morgen machen, dass wir uns dann mal gucken. Aha. Naja, Spot suchen. Ja, im Endeffekt sollten wir uns schon hier sammeln. Oder wenigstens. Wann ist eigentlich die nächste Season? Sonntag. Ab 16 Uhr. Warte mal, stopp mal. Sonntag. Ja, lass mal zum Ankilo wenigstens weiten. Dass wir dann gleich losnehmen können. Ich meine, die sind alle berufsuntätig. So. Alles hier rein. Also ich bin jetzt an der Border. Also ich bin da noch drin, was du Margo jetzt schon gebaut hat. Wir sind jetzt an dem größeren Spot, ne? Ja, dann bleibt da. Baut euch vielleicht noch drei Strukturen, wo ihr drin schlafen könnt. Ja, ich hab schon alles. Wo seid ihr? Ich bin da, wo die zwei Gates stehen. Ja, ich bin da auch jetzt. Wir locken uns hier oben aus. Wenigstens. Dann können wir ja nichts machen. Zwei Wände noch? Ey, ich hab, alles drin. Ich wurde gefunden. Da mehr hab ich nicht.
Birgit, bist du noch bei den Gates? Da, wo die zwei Gates sind. Hey. Kommst du hochgerannt? Wie komme ich darüber? Da wo, na, da, wo die Gates sind, einfach hoch rein. Oder geht das mit... Ja, genau. Bei uns geht's gerade. So. So. Aber wir sind sehr erfolgreich heute gewesen, ne? Naja, total. Wir haben, stell dich mal rein. Fast 300 Arcane und das war's eigentlich so, ne? Dafür fickt er ganz schön. Mein Iguanodon ist zu dick, der kommt da nicht rein. Macht doch schon klar. Aber hey, man muss jetzt uns aufgeteilt wirklich in Dreiergruppen. Ja, haben wir echt. Man muss aber sagen, wenn wir uns morgen. Stopp mal morgen so. Macht dir recht, ja. Schon mal weg, dass es sie das mehr als abbauen, Marco. Wir haben mehr als genug Fleisch zur Verfügung, sodass wir bräuchte beim nächsten Mal genug Narkotex und so herstellen kann. Obwohl, es heißt ja nur Turret Range Abstand. Wir haben ja noch keinen Cool. Hey, wenn wir an unserem Spot ankommen, wir haben dann zumindest schon ein bisschen. Oh, das war schon sehr Safe World ist vorbei. Und es gibt noch drei, ne? Zwei. Ja, stimmt. Die es gibt mal. Drei, genau. Achso. Ja. Jede Minute oder was? Ja, es fängt irgendwie 2 Minuten vorher an oder so. Ne? Boah, das brückt ganz schön runter gerade. Hat wer Albert geschreddert oder ist er gestorben? Ha? Ja, ich weiß. Da stand nur, dass er weg ist. Ja, das heißt, er ist echt gestorben. Ich dachte, das geht gar nicht. Natürlich, wenn seit Anfang der Session da ein T-Rex drauf rumkaut. Die hat doch immer 200.000 Leben und regeneriert sofort, oder? Wer? Die Schnecke. Die hat das Ding, die hat 22,5 Milliarden. Das könnte auch machen, wa? Also so eine Schnecke kriegst du mit 10 Gigas in der netten 24 Stunden bauen. Wie heißt unsere Schnecke eigentlich? Meine Herren. Ah, oh, das hätten wir aber ruhig vorher in die Regeln reinschreiben können. Ja. Das haben die gerade auch geschrieben, weil wir. Ja, so wäre der Spot also doch komplett weggefallen. Hatten. Ja, die haben uns sie und haben dann geschrieben. Ja, aber wenn, wie gesagt, wenn es eine Regel wäre, hätten wir den Spot ja erst gar nicht aufgesucht. Ja. Dann wieder umsonst gelaufen und wieder einen Haufen Zeit verloren. Mhm. Aber eigentlich müsste es im Redwood noch ein paar Spots geben. Ja, du weißt ja, wir können jetzt mal gucken. Ja, Marco, morgen muss ich all die Wohnungen streichen, ab wann bist du da? 16 circa. Ich ja, bin wir haben ja bis Sonntag noch Zeit. 13 Uhr circa bin ich wieder zu Hause. Ich denke aber mal, ich leg mich dann erstmal hin. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was frei ist, was nicht ist. Ja, aber im Redwood ist nicht ganz so extrem viel los. Doch. Ja, aber im Redwood ist das Problem, wir können nicht genau direkt im Redwood bauen, weil die ganzen Katzen uns dann abfacken werden. Und wir werden dann. Wir werden früher oder später leicht gefunden, weil die anderen Spieler die Katzen auf jeden Fall suchen. Da wo wir gerade waren, da waren wir eigentlich ziemlich verdeckt und versteckt, weil selbst Bürger und so hat es nicht auf Anhieb gesehen. Ja, du wolltest es auch im Redwood. Das wäre das größte. Ja, ich denke mal, die größten Spots werden weg sein.